Einen wunderschönen herzlich willkommen zu einem Angefuchst, herzlich willkommen zu Reflections. Ja, dieses Spiel ist eine Kickstarter-Kampagne im Early Access. Ich glaube schon seit 5 Jahren ist das schon so. Und es ist ein, ja, wie soll man sagen, ein Adventure in einer real abgebildeten Umgebung, wo eben unsere Entscheidung oder unsere Tätigkeiten einen bedeutenden Einfluss auf die Umgebung oder eben halt auf Konsequenzen hat. Keine Ahnung, steht ja auch da und this build is a work in progress. Wir werden mal schauen, wie es läuft und wie es performt, was es überhaupt ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Es hat größtenteils positive Kritiken auf Steam. Liegt in und auf Steam schon halt seit 2015 in der einen oder anderen Version zur Verfügung. Wir sind aktuell in der Version 0.59, also es kann noch ein bisschen dauern, möglicherweise. Aber wir schauen mal, ob diese Kritiken, die da sind, ja, irgendwo eine Grundlage haben, ne? Und starten einfach ein neues Spiel. Who are you currently dating? Keinen. Wir daten mal Emily. Wer war die große Highschool-Liebe? Chelsea? Jason? Chelsea. Keine Ahnung. Enter für Continue. Warte mal. Reflection is a game about hidden choices. Also es ist ein Spiel bezüglich versteckter Auswahlen, Entscheidungen und so weiter. Während des Spielens produzieren unsere Aktionen oder werden unsere Aktionen nachvollzogen, getrackt und produzieren einen anderen Verlauf unserer Spielerfahrung. Ne? Dies kann zu weiteren oder neuen Leveln führen, neuen Erfahrungen oder sogar Enden. Objekte, mit denen wir interagiert haben, werden farbig bzw. koloriert und zeigen uns damit. Objekte, die interagieren, will colorize, indicating, also sie werden eingefärbt und zeigen damit, dass sie Auswirkungen auf die erzählte Geschichte haben. Unabhängig davon, es ist unsere Entscheidung, wie wir und was wir hier uns ansehen, tun, machen und so weiter. Reflection ist aktuell im Early Access, deswegen ist es hier nur eine Stichprobe von dem, beziehungsweise ein Beispiel von dem, was kommen kann und wird. Das Speichern ist nur dann möglich oder wird nur zwischen den Levels funktionieren oder durchgeführt. Jedes Level ist ungefähr 20 bis 30 Minuten lang und du verlierst halt den Fortschritt, wenn du das Spiel zu früh beendest. Ein späteres Update wird dieses Problem adressieren und eben halt ein Quicksave erlauben. Okay, wir wollen uns das ja sowieso nur angucken. Wir sollen uns jetzt eben halt frei erkunden in dieser Welt, Erfahrungen sammeln und eben halt unsere Zukunft erforschen. Und wir sollen uns halt mitteilen, was wir von dem Spiel finden. Okay, Loading. Schauen wir mal. Ja. So. Okay, jetzt dreht sich der Mauscursor. Mal gucken. Den seht ihr ja nicht hier an der Stelle. Mal gucken, was passiert. Oh, okay, ich höre schon mal Ton. Sind ein paar Shader am Werk, hä? Zu verkaufen. Und draußen fahren Autos. Zu verkaufen vom Eigentümer. Okay, wir... Ach so, das spielt sogar in so einer Art Schwarz-Weiß-Welt. Nicht wundern, wir spielen eigentlich, oder? Aber er hat es nicht gemacht. Warte mal, Graphic? Er hat es nicht gemacht. Komischerweise, wir spielen eigentlich eine Auflösung. Ich habe es in den Einstellungen eingestellt. Moment, das sieht doch gleich wieder anders aus. Die Einstellung kann man beim Start auswählen. Unter anderem, weil es halt, muss man sagen, auf welchem Monitor das Ganze läuft. Anisotropisch machen wir mal an. Very high, ultra. Wir machen erstmal volle Pulle und gucken mal, was passiert. Ne? So. Aplü. Okay. Aplü. So, es sieht schon mal anders aus. Okay, es läuft auch noch einigermaßen performant. Wir gucken mal, es scheint
I have a lot to do today. Die Uhr läuft. Ich mach mal... Okay, mit der haben wir interagiert. Was ist das denn? Zoom mit der rechten Maustaste. Stash, please bring this letter to acceptance. Irgendwie kann ich das... Okay, you have been accepted to intent. Stash. Wir legen das mal hier. Stash. Ah, okay, wir haben es einsortiert. I should try to find all my papers. Okay, das kriegen wir hin. Oh, guck mal, hier ist ein Football. Was haben wir denn hier? Zoom? Kann man das auch hier... Zoom and let go? Huh. Cool. Dann geht das nochmal. Und... Aber die Scheibe kriegen wir nicht kaputt. Doof. Aber den Wecker, haben wir den überhaupt schon eingefasst? Nee, ne? Aber wir können ihn mitnehmen. Ich möchte den hier hinstellen. Hinlegen. Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Ein bisschen duftig, unser Zimmer hier. Okay, hier ist nichts weiter. Und hier ist doch das Hauptlicht, was irgendwie nicht geht. Guck mal, hier ist doch eine... Hier sind noch Steckdosen hier hinter. Mhm. Aber mehr haben wir auch gar nicht. Doch, hier ist so ein... Oh. Weil wir jetzt alles angefasst haben, ist es jetzt bunt geworden? Oder wie darf ich das verstehen? Oh, es blendet. Hier ist abgeschlossen. Brauchen wir irgendwas Grünes wahrscheinlich. Eine Kiste. Noch eine Kiste. Was ist das hier hinten? Ein Klo. Das ist gut. Können wir hier Wasser einlassen? Nein, können wir nicht. Warum hat das alles Einfluss auf die Geschichte? Das würde mich mal interessieren. Hm. Das ist nichts. Hm. Huch. Ist aber ein großes Haus. Wer bist du denn? Hey, da bist du ja, ne? Oder, nee, you're up, du bist endlich wach. Ich wollte dich nicht wecken. But early your mom let me in. Ich bin früh gekommen, deine Mutter hat mich reingelassen. Ich habe nicht gesehen, was da jetzt gerade stand. Ich habe nicht erwartet, dass du hier bist. Es ist schön, dich zu sehen. Wer bist du denn eigentlich? Warte mal kurz, kleiner Moment. Kann man irgendwie... Textspeed hier. Ist das schnell oder ist das... Das ist langsam, glaube ich, ne? Ist ein bisschen schnell, vermutlich. Oh, schön. Ich wollte nicht, dass du denkst, dass ich dich irgendwie drängen würde. Deine Mutter hat mich reingelassen und ich dachte, ich würde einfach jetzt hier stehen und auf dich warten. Okay, ja, okay. Wir lassen mal die Zeit... Ich weiß nicht, klicken kann ich nicht, schade. Aber wir können uns das... im Zoom angucken. Mhm. Ja, die Modelle. Achso, ich bin nicht gut in solchen Dingen. Ich bin immer traurig oder ich werde immer traurig, wenn ja, Leute wegziehen. Achso, wir ziehen weg. Achso. Ich bin froh, dass du hier bist. Es ist okay. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Es ist ein bisschen ja, verrückt. Oder seltsam, dass du jetzt vorbeigekommen bist. Ach komm, wir sagen es, ja. Oh, schön, das ist der letzte Tag, wo wir uns für eine geraume Zeit sehen werden. Ich wollte einfach hier in der Nähe sein. Okay, also ist eine Freundin, Beziehung, irgendwas in der Art und Weise? Ich weiß es nicht. fühl dich nicht unter Druck gesetzt oder irgendwas in der Art, ich versuche, ja, dich nicht irgendwie zu zwingen oder so weit wie möglich zu zwingen. Ich schwöre es. Keine Ahnung, was will. Huch. Wo ist meine Mutter? Ja, bin besorgt darüber, halt mal all meine Freunde zurückzulassen. Was möchtest du heute tun? Und es wird seltsam sein, die Stadt zu verlassen. Ach komm, wir fragen mal, was wir tun wollen. Fühle dich nicht unter Druck gesetzt. Was denn nun? Ich weiß, dass du noch Sachen zu packen hast und all das ganze Zeug. Okay, ich will gar nicht.
Ich wollte einfach nur hier sein, bevor du uns heute verlässt. Ich werde dir nicht im Weg stehen. Oh, und guck mal, ein Fuchs ist hier drauf. Ist ja süß. Aber was ist denn mit ihr? Warum will sie mich denn unter Druck setzen? Ich werde sehr beschäftigt sein, zu packen. Wir sollten etwas gemeinsam tun, bevor ich ja, hier den Ort verlasse. Das machen wir mal. Ich freue mich. Ich freue mich darüber. Ich möchte eben halt nicht, dass du denkst, ich erwarte, dass du alles hier liegen lässt, obwohl du eben halt Dinge zu tun hast. Oh. Irgendwie ist es seltsam. Ich bin hier, wenn du eben halt abhängen möchtest oder etwas tun möchtest, ne? Komisch. Ja. Okay. Oh, nochmal. Wo ist meine Mutter? Ja, was sollte ich denn mit mir nehmen? Ja, du kannst natürlich nicht alles mitnehmen. Du hast nur ein bisschen Platz in deinem Auto. Ich denke nicht, dass deine Mutter mehr als eine Box erlauben wird. Ja, da klingelt das Telefon. Moment mal. Wo? Hier klingelt irgendwo das Telefon. Ja? Hier. Hallo? Ja. Es hat aber geklingelt. Entschuldigung. Wo waren wir stehen geblieben? Wo ist meine Mutter? Ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Ich hätte sie fast verpasst, als ich rüberkam. Sie war schon gerade auf dem Weg. Okay. Oh, da ist ein Plattenspieler. Was darf ich denn nur mitnehmen? Warte mal, ich stelle mal die Textgeschwindigkeit einen Tick nach oben. So. Na? Ich denke, sie hat eine Notiz am Kühlschrank für dich hinterlassen. Sie hat eine Liste von Zeugs gemacht, das du gegebenenfalls heute brauchen könntest. Ich gehe mal kurz dahin. Ist es gerade schlecht, die Zeit? Nein, es ist gut. Da. To-Do-List. Pack deine Sachen, ruft die Umzugsleute an, vergiss nicht deine Papiere, ne? Liebe Mom, call if you need anything. Das sollte ich mir aufschreiben. 555-1919. 555-1919. Da rufen wir mal sofort an. Huch. Warum ist das so silbern hier? Na, wirst du er wird farbig, okay. Ich rufe doch mal kurz an. Mama. Huch. Ah, ist schön von dir zu hören, mein Süßer, aber verschwende nicht so viel Zeit. Ja? Will ich ja nicht. Es ist der letzte Tag, bevor du uns verlässt, also du willst Regret, ach Gott, jetzt fehlt mir das Wort dafür. When I went to college, I hadn't got anything in order and things didn't go how I wanted them. Als ich zum College ging, hatte ich nicht meine ganzen Sachen zusammen und deswegen hat das nicht alles so geklappt, wie ich es hätte gern klappen haben wollte, täten. dawdle too much, keine Ahnung, was das ist. Time slips by really quickly before you even notice. Die Zeit vergeht so schnell, bevor du dich versiehst, ist sie halt vorbei. Okay, so viel dazu. Ich glaube, die Zeit läuft wirklich in echt. Vielleicht sollten wir Dinge tun gerade. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es schwer sein wird für dich, hier alles hinter dir zu lassen, mit dem du groß geworden bist. Das ist nix. Sollten wir später weiterreden? Nee, ich wollte eigentlich mit dir abhängen gerade. Aber jetzt kann ich gerade nichts machen. Okay, ich muss unsere Papiere... nein, ist keine schlechte Zeit. Ich brauche meine Papiere. Aber hier ist eine Tür, die ich nicht aufmachen kann. Und ich brauche meine Papiere. Ich habe nur ein einzelnes Papier da. Das ist das da. Und es ist schon 11.53 Uhr, verdammt. Wir haben doch gar keine Zeit. Ich muss doch noch die Umzugsleute holen. Was muss ich denn noch alles einpacken? Was muss ich alles einpacken?
Hier ist schon alles gepackt, ja? Oh. Ich kann noch mal eine Box. Ah. Mein Diplom. Stash. Was haben wir hier? Hier sind die Movers. 5556683. Mal gleich aufschreiben. Ah, Swap will ich ja nicht. Das können wir hier hinlegen. Ich pack mal kurz die Papiere nach oben rein. Nee, da lang. Da. So. Oh, wir haben alles. Lass mich raten, das muss ich jetzt in die Box reinpacken. Siehst du, da könnte ich meinen Football mitnehmen. Das wär's. Guck mal so rein und dann nehmen wir den Football mit. Ich glaube, das ist einer der... Und mein Wecker. Warte mal, wir können den Football, den stashen wir. Dann nehmen wir das hier noch mit. Jawohl. Dann haben wir nämlich alles da, was wir brauchen. Denn mehr brauchen wir auf dem College nicht, ne? Ein Football, eine Uhr und natürlich unsere ganzen... Hup. Und so, und... Vorsicht jetzt. So, da sind die Umzugsleute, die kommen später dran. Was haben wir denn hier noch? Bild. Die Eltern scheinen auch wegzuziehen, also die Mutter oder so, ne? Weil hier alles zusammengepackt ist. Haben wir hier noch was? Nix. Hier brauche ich nicht reingucken. Ein Schlüssel. Den nehmen wir mit. Mhm. Wir machen mal sicherheitshalber alles auf. Eine Mikrowelle. Den haben wir schon offen. Und da ist doch eine Tür. Was ist das hier? Und noch ein Schlüssel. Wieso ist der broken? Aber hier ist doch ein Schlüssel. Ah, der passt hier hin. Haha. Der Keller. Warte mal. Ich gehe erstmal kurz nach oben. Hui. Können wir springen? Nee, können wir nicht. Aber mit dem Schlüssel... da hinten. Nicht? Ui. Jetzt bin ich, hier hast du... einen Schlüssel brauchst du auch nicht. Da anhängen? Nee. Ich gehe mal kurz in den Keller. Eine Taschenlampe. Ja, die kann man gebrauchen. Warte mal, sehen wir... Ach, guck mal, wir können hier noch Sachen reparieren, sehe ich gerade. Jawohl. Machen wir erstmal ein paar Dinge heile. Hier fehlt noch ein Stück. Hier ist noch eins. So. The water is back. Siehst du, es heile. Warum? Was hat's... Eine Schallplatte. Ich habe zu viele Dinge. Aber, so. Taschenlampe nehmen wir mit. Huch. So, die nehmen wir mit. Können wir bestimmt abspielen, ne? Hier vorne. Was sagt die Uhr eigentlich? Eieiei, schon zwei. Aber wir haben noch einen Schlüssel hier unten liegen, ne? Ist aber eine seltsame Schallplatte. Wo ist denn hier noch eine verschlossene Tür? Ist hier noch was? Oh, hier ist noch ein Basketball. Jawohl, den nehmen wir mit. Was ist denn, wenn wir das verpassen hier mit dem Umzugsunternehmen? Ah, warte mal. Ist hier eine Garage? Ach, gut, du Kolle. Ah, okay. Ich guck mal hier nach hinten. Oh, eine Blume. Hier will sich das nicht so richtig entscheiden, ne? Ach, hier sind wir hier. Ah, okay. Ob sich das einfärben soll oder nicht hier hinten. Aber irgendwie sehe ich hier nichts.
Okay, das war völlig unnötig gerade. Aber guck mal, wir könnten hier wahrscheinlich draußen spielen, hä? Und hier ist Post da, glaube ich. Warte mal. Nee, ist keine Post da. Hier könnte man spielen. Da sind noch Häuser. Hier ist es auch... Hä? Ich glaube, ich muss erstmal noch die Umzugsleute holen, oder? Aber wozu ist der Schlüssel? Ah. It's okay, I think anyone would be pretty worried about friends. Na klar, ist jeder irgendwie besorgt bezüglich der Freunde. Oh, warte mal, haben wir hier schon noch eine Schallplatte? So. So, die ja. Halt. So. Da ist der Schlüssel. Halt. Da ist der grüne Schlüssel. War, Moment. Lass mich hoch. Was haben wir denn hier noch Hübsches? Ich musste mich gleich die Umzugsleute bestellen. Huch. Was ist das? Eine Karte vom Campus. Nee, oder? Ja, Campus Map. Da hat... Warum? Noch eine Schallplatte. Warte mal. Wir lassen die mal schnell runterfallen. Warte mal, hier. Die müssen wir mitnehmen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die mitnehmen müssen. So, das kommt hier mit rein. These will get crumbled in the box. Ach so. Jetzt aber nicht mehr. Okay. Huch. So, was haben wir hier? Halt. Ja. Was ist mit dem Ball jetzt los? Okay, der Ball ist kaputt. 555 Move. 555 Move. Wir rufen da mal an. Ich hoffe, das geht. Ja, ja. M-O-V-E. Ja, Joe's Moving Company, also Umzugsunternehmen. Was kann ich für Sie tun, oder? Sorry, wir sind für den Rest des Tages ausgebucht. Was? Muss das morgen nochmal probieren. Entschuldigung, wäre das viel zu spät für dich. Was? Ich dachte, die sind schon reserviert und gebucht. Was soll denn das? Das ist gerade doof. So, pass auf. Dann machen wir das anders. Ich weiß zwar noch nicht, wo der Schlüssel herkommt. Dann müssen wir wahrscheinlich selber ins Auto das Ganze packen. Oder? Okay, der Ball, der... Nee, wir können hier nicht selber... Hä? Ist aber auch seltsam, das Spiel. Wir haben aber noch einen Schlüssel. Wofür könnte der denn noch sein? Ist hier noch irgendwas, wofür der Schlüssel sein könnte? Hier unten war nichts weiter, ne? Da haben wir sogar alles repariert. Ein riesengroßer Keller, das ist cool, sowas. Ein kaputter Taschenrechner. Der bringt uns... War oben noch was? Ich glaube nicht. Nö. Hier kann man bloß Dart spielen. Ich weiß zwar nicht warum. Wo habe ich das hingeschmissen? Nice one. Nochmal und... Ach, brauchen wir nicht mehr. Aber wozu ist dieser Schlüssel? Hast du noch irgendwas zu erzählen? Nö. Was sagt die Uhr eigentlich? Okay, es wird, glaube ich, spät gerade. Aber wozu ist der Schlüssel? Hier ist doch was. Warte mal.
nichts drin, okay? Und hier ist so ein großes Zimmer, aber hier ist auch nichts weiter. Es gibt auch kein Kabinett oder irgendwas, wo wir das hinpacken könnten. Aber ich würde sagen, wir fahren einfach. Oder habe ich zu spät angerufen? Ich glaube, ich habe zu spät angerufen, ha? Okay, pass auf. Halt, dich nehmen wir so mit und... Ja, ich will verlassen. Wahrscheinlich absolut falsch. Huch, siehst du, unsere Kiste bleibt stehen. Das heißt, wir haben nichts mitgenommen, weil wir nichts abgeholt haben. Und das nächste Kapitel ist jetzt wahrscheinlich am College, richtig? Und dann haben wir auch wieder bloß so eine gewisse Zeit. Oder? Du machst dich auf den Weg zum College. Erkundest Möglichkeiten deines Lebens oder deiner Lebensziele und machst ja oder tätigst Entscheidungen bezüglich deiner Zukunft. Dein Pfad scheint schwer vorherbestimmbar. To bend down or prepare for, um es eben halt festzulegen oder um sich darauf vorzubereiten. Jede kleine Entscheidung oder Wahl könnte deine Zukunft beeinflussen und die Aufgabe scheint ja daunting, riesengroß. Jahre vergehen wie im Flug. Bevor du dich versiehst, sind 10 Jahre vergangen und du fühlst dich, als wären es nur ein paar Minuten gewesen. Einige graue Haare kommen oben aus deinem Kopf raus oder wachsen gerade. Crop up ist, glaube ich, to crop ist. Sprießen gerade aus deinem Kopf. Und du bist ein bisschen langsamer, als du es damals warst, okay? Dein Fahrer schmeißt dich am Office raus. Es ist 10 Jahre her, als du raketenartig oben auf deiner Karriereleiter angekommen bist. Es war ein Testament, also sprich Bildnis, wie auch immer, ne, für deine Zielrichtung und deinen Fokus, den du auf dich gelegt hast. Also sprich, ja, Testament ist blödsinnig. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Wo jeder andere eben halt das geringste Übel in Anspruch genommen hat, also gerade so das Nötigste gemacht hat, warst du immer darüber hinaus und weiter als jeder andere und hast und es hat dir gezeigt, die Belohnung gezeigt, die dann auf dich warteten. Heute ist Performance Review Day, also sprich heute wird mir verkündet, wie ich performt habe, ne, auf der Arbeit. Nach all dieser Zeit arbeitend auf dem Weg nach oben bist du jetzt auf der anderen Seite, also sprich wir reviewen gerade jemand. Du kommst nicht darüber hinweg, als darüber nachzudenken, wie weit du gekommen bist, okay. Schauen wir mal. Also wir sitzen jetzt so vermutlich auf der anderen Seite und erklären jemanden, wie er von uns benotet und bewertet wird. Ne? Mal gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Okay, große Stadt. Das wird wahrscheinlich das Office sein, von dem wir reden. Ich sollte zur Arbeit. Ich bin schon zu spät. Okay. Hi. Ist ein bisschen leer, ne? Das, was ist das hier hinten für eine Tür? Geht nicht auf. Okay. Ich... Dankeschön. Okay, wir fahren hoch. Oh. Okay, wir können... Ich hole schon mal den Fahrstuhl, falls es Erfolg ist, von einem Fehlschlag zu laufen, von einem zum anderen Fehlschlag zu laufen, ohne eben halt den Enthusiasmus zu verlieren. Die Experten, the expert is anything was once. Ach so, der Experte in allem war früher auch mal ein Anfänger. Das heißt, einfach raufgucken, das macht es schon farbig, das ist cool. Die einzige Art und Weise, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was du tust.
Ja, bei Futurama hieß es, you got to do what you got to do, ne? Hier ist der Mailroom. Haben wir hier irgendwas? Nö. Aber hier können wir flüchten vielleicht, ich weiß nicht. Oder wir können hier was vernichten, verschwinden lassen. Oh, da gibt es sogar Leute da hinten. Wo muss ich arbeiten? Motivation ist das, was dich beginnen lässt. Habit is what keeps you going. Keine Ahnung, was Habit gerade ist. The boss is busy. Achso, wir sind gar nicht der Boss. Ah, schade. Hier ist nichts drin. Wer bist du denn? Hi. Keiner. Wo ist denn Emma Mason? Mhm. Hier können wir nichts aufmachen. Okay. Liam und Alex. Wo ist denn unser Platz hier? Ah, klar. Wurde nicht nachgefüllt, der Kühlschrank. In. Copy Room. Ich glaube hier, Deliver to Emily. Wer ist das hier? Hi. Heute ist dein großer Tag. Okay. Okay. Heute ist immer noch unser großer Tag. Bist schon eine Weile hier, aber das ist der erste Tag, wo du für den ganzen, die ganze Etage verantwortlich bist, ne? Pick next employee. Deliver to Emily. This is your chance to show what you've got. Don't disappoint. Okay. Emily. Das ist Emma. Wo ist denn Emily? Wo ist Emily? Oder Emma? Nee. Warte mal. Vielleicht wahrscheinlich hier hinten. Ethan, William, Mia, Abby. Hier drüben? Nee. Noah, hier ist Emily. Hier, guck mal hier. Super. Haben wir. Hi. You need to work. Was? Für wen ist das? Liam. Liam war hier vorne. Ich soll schneller arbeiten? Liam war nicht hier vorne, ne? Ach du Damm. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Doch, hier ist Liam. So, da sind eure Aufgaben. Make 4 copies. Ich denke, ich bin... Greppe Memo. Wo kann ich denn Kopien machen? Lunchtime. Was? Ah, hier ist der Copy Room. Okay, Moment. Ich schaff das gar nicht. Okay. Make copies. Los, komm. Ach so. Wie sollen das... Hä? Okay, das sollten genügend Copies sein. Deliver Mail. Ja, das haben wir ja schon raus. Wir sind verantwortlich. Was ist denn unsere Karriere? Sind wir hier der Delivery Boy oder was? So, das habe ich ja auch schon mitbekommen hier. So, super. Guck mal hier, da stehen schon die Leute. Die machen alle Pause. Was haben wir hier? Deliver to... Oh, oh. Wir müssen zum Boss. Der Boss war auch hier hinten, glaube ich. Der war hier. Ich glaube, jetzt gibt's Ärger. Darf ich zum Boss? Er ist drin, okay. Oh, 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 oh. Hi, Boss. Ach, das ist er. So, bitteschön. Hier. Ja? Alles okay, Boss? Darf ich hier mal hinten gucken? Ich will auch mal Boss sein. Da ist ein Knopf zum Feuer. Ah, nee, ist eine Maus. Ich glaube, ich habe noch eine andere Aufgabe. Der Boss ist busy, ist klar. Ich habe ihm ja auch gerade neue Akten gebracht zum Bearbeiten. Ach, schon wieder. Keine Ahnung. Nur drei mit dir. Was müssen wir denn alles machen hier? Irgendwie ist es auch ein bisschen seltsam. Kann es sein, dass, to Michael, wenn wir hier nichts machen, dass wir hier gefeuert werden, dass das dann eine Entscheidung ist? Kann das sein? William, Ethan, Michael, hier, komm. Wenn wir unsere Arbeit... So. Ach nee, Michael ist hier drüben. Falsche Akte. Hier, danke schön.
So, ach, schon wieder Post. Da geht man einmal drum rum und dann ist die Post schon wieder da. Okay, warum wird es jetzt bunt? Weil es jetzt die Räume sind, die wir jetzt auswendig kennen. Blair, Blair, Blair. Liam, nee. Wir haben doch gar keine Zeit. Wo ist Blair? Blair ist hier hinten irgendwo. Noah. Das war hier hinten, ne? Da. Oh Gott. Man kann es sich auch kompliziert machen. So, was haben wir jetzt? Ethan. Ethan Hawke war doch irgendwo hier. Wahrscheinlich bin ich wieder verkehrt. Liam, ich bin verkehrt. Ja. Toll. Ich gehe mal jetzt die gleiche drüben lang. Und wahrscheinlich ist das auch wieder verkehrt, ne? Abby, Mai. Warum arbeite ich eigentlich, während die anderen hier Pause machen? Das finde ich nicht in Ordnung. Nochmal drei Kopien machen. Da, 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 da. So, eins. Zwei, drei, eins, da, zwei, huch, ordentlich, back to work, was? Ich habe während der Pause gearbeitet hier, was soll das? Ich habe keine Pause gehabt. Tristan, Tristan war hier, da ist Tristan. Den habe ich mir gemerkt. Tristan und Isolde. Mason, Mason ist hier vorne, glaube ich. Nö, oder? Na, dann ist er da drüben. Olivia. Auf der anderen Seite. Ich könnte in so einem Bürokomplex niemals arbeiten. Mason, hier, passt. Boah, ist das nervig. Olivia. Ich bin bestimmt verkehrt. Ich bin doch gerade vorbeigelaufen an Olivia, richtig? Ja. Guck mal, Olivia ist ein Mann. Warum auch immer. Noah. Noah war doch hier drüben, ne? Ich liege immer verkehrt. Warum kann ich mir das nicht merken? Ta 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 ta. Abby. Ethan, mir? Hä? Lass mich raten, hier direkt neben uns, ne? Noah, hier, Post für dich. Mia war hier drüben. Da bin ich ziemlich sicher, dass es so war. Da. Oh. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Ich bin hier echt. Das ist meine Karriereleiter? Oder sind wir derjenige, der das hier so leitet, dass wir natürlich die ganze Koordination der Tätigkeiten hier durchführen? Was ist das hier eigentlich? Emma. Nee, Emma war hier drüben. Oder? Nee, das. Ja. Was ist das hier eigentlich? Was mache ich denn da? Kommen die dann jetzt zu mir oder? Oder was ist das hier? Olivia, deliver to Abby. Abby ist hier drüben. Da bin ich mir diesmal aber wirklich sicher. Halt da lang. So. Noah. Och, der Boss auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, was diese hier Firma hier macht, ja. Ah, guck mal, Rennen geht auch. Alex. Alex ist. Alex ist. Nicht hier. Oh Mann. Da ist Alex. Okay, super. Null ist blocking me? Hä? William. William war hier unten, ne? Nee. Warum ist Null is blocking me? Schon wieder. Null is blocking me. Das ist doch ein Fehler, oder? Oh.
Oh, jetzt wird das hier farbig. Ach, mal wieder die Post. Tschü. Nee, was bedeutet das hier? Null is blocking me. Vor allem, was ist das hier? I should use the list to manage who I meet with. Ach so. Alex. Kann ich gar nicht wählen. Okay. Deliver to Boss. Och Mensch, ey. Immer der. Hier vergeht komischerweise keine Zeit. So, bitteschön. Oh, jetzt wird es auch bunt. Wo treffe ich denn die Leute? Olivia. Oh, eine Kopie machen. Da toll. Ein Memo. So, auf. Ein Memo. Und hier ist das Memo. Memo ist hier. So. Oh. Ach komm, renn doch. Warum rennst du nicht? Es ist spannend, das Spiel. Ich weiß gar nicht, das ist das reale Leben. Ich hab, oh. Scheint wirklich das reale Leben zu sein. Ist doch echt lästig. Vor allem dauert das länger als der Tag in der Vorbereitung, als wir auf dem Weg zum College waren. Vor allem, wir können ja Olivia gar nicht treffen. Ich möchte Blair. Es ist, oh. Okay, der Tag ist vorbei. Na super. Ich kann nicht mehr arbeiten, oder wie? Jetzt sind alle gegangen. Ich muss noch was zum Boss bringen. Aha, ist Ende des Tages. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Hi Boss, ich bring dir noch Arbeit. Ich mache Überstunden. Vor allem ist es immer noch Post hier. Muss das so sein? Oh, ey, ich denke, die Arbeit ist vorbei. Hup. Na, 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 na. Nochmal vor. Ey, der muss doch sehen, dass wir hier extra Überstunden schieben, nur für ihn. Na, Boss? Alles okay, Boss? Scheinbar nicht. Ist das hier irgendwas, was wir... Nee, können wir nicht. Der Boss ist busy, ne? Ja, ist klar. Da stehen immer noch Leute. Kann ich mit denen sprechen? No issues hier, no issues... Ach so. Guck mal, da draußen steht einer. Null is blocking me. Ach so. Mit dem hätten wir wahrscheinlich reden müssen, weil ihn jemand blockt. Aber wer? Vor allem, wir können ja Alex gar nicht auswählen. Oh. Das war ich nicht. Okay, wir fahren hinten durch die Wand. Guck mal. Ich muss mal ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Oh. Warte mal, die Tage kommen und gehen, die Jahreszeiten fliegen nur durch und durch, ne? Und die Zeit scheint, ja, Tribut zu zollen. Während die Jahre so vorbeigehen, ist jeder Tag bedeutungsvoller als die Tage, als man noch jung war. Dein Haar ist grau geworden und... deine Schritte haben einiges von ihrem Frühling verloren, also sprich von der Jugend. Ne? Eines Morgens stolperst du in der Halle
und wirst für einige Minuten bewusstlos. Du begibst dich ins Hospital und sie haben entschieden, dich eben halt unter Beobachtung dazubehalten. Du kannst nicht aufstehen, du bist im Bett gebunden mit nichts anderem als mit deinen Gedanken. Oh. Während du in dem Bett liegst, kannst du nicht anders als eben halt das zu reflektieren, was in deinem Leben passiert ist. Es ist seltsam, wie winzig, unkonsequent Dinge so viel wichtigen Raum eingenommen haben, während die Anzahl der Tage, die noch übrig geblieben sind, so wenige sind. Also, dass man sich eigentlich mit unwichtigen Dingen mehr beschäftigt hat, als mit den wichtigen Dingen im Leben. Zum Beispiel haben wir lieber aufgeräumt und sind studieren gegangen und nicht mit ihr rumgezogen, wahrscheinlich. Das könnte möglich sein, dass das so eine Entscheidung gewesen wäre. Oder nicht Basketball gespielt haben. Du hast den Großteil deines Lebens damit verbracht, dich auf die Arbeit zu konzentrieren und du hast Belohnung und Anerkennung bekommen. Du bist gut oder exzellent in dem Arbeitsbereich geworden und hast dir Respekt verdient. Viele Leute kannten dich für dein Arbeitsmoral und für deinen Einsatz oder Tenacity, keine Ahnung, was es ist. Im Ganzen betrachtet nahm die Arbeit einen großen Teil deines Lebens und deiner Person ein. Du hast immer das Gefühl gehabt, wenn du etwas tun müsstest, musst du es auf die richtige Art und Weise tun. Diese Ansicht hat dich an vielen Orten in dein Leben gebracht, aber es hat aber erstaunlicherweise sehr wenig Raum für andere Dinge gelassen. Ja, wir haben die Beziehung nicht. In allem hast du die meiste Zeit alleine verbracht. Beziehung kam und ging ohne großartige Bedeutung. Du hast immer alle Dinge auf deine eigene Art und Weise gemacht, bevor du bemerkt hast, dass Unabhängigkeit ein wichtiger Aspekt deines Lebens war. Als deine Tage immer kürzer, also da, Schritt für Schritt zum Lebensabend gegangen ist, ne, kannst du nicht anders als darüber zu wundern, ob du die richtige Wahl getroffen hast bezüglich Leuten, die eben halt dir nahe standen, oder ob es besser gewesen wäre, wenn man seine Erfahrung mit jemandem geteilt hätte, mit jemand Besonderes. Ja, wir haben sie außer Acht gelassen, ne? Darf man nicht vergessen. Du denkst zurück an die Tage vor dem College, als du mehr Zeit hättest damit verbringen können, zu erkunden und Spaß zu haben. Möglicherweise könntest du glücklicher sein, wenn du dich an den subtilen Dingen des Lebens erfreut hättest, die einfachen Freuden, wofür andere eben halt Zeit haben. Deine Erinnerungen verblassen, die Realität holt dich ein. Du bist im Krankenhaus, im Bett des Krankenhauses und all diese Momente liegen hinter dir. Es erschreckt dich, dass keiner dieser Momente wieder in deine Erinnerung gebracht werden kann. Jeder Tag hat für sich selbst gestanden und wird sich niemals wiederholen. Was du nicht erkannt hast, war, dass dein Leben dadurch von den Entscheidungen geprägt und geführt wurde, die du jeden Tag getan hast. Es gab keine spezifischen Momente, die irgendetwas veränderten. Dein Pfad wurde von den meisten inkonsequenten Dingen bestimmt. Was du jeden Morgen gemacht hast, jeden Tag, jede Nacht, bevor du zu Bett gegangen bist,
hat dich mehr geformt als das College. Mehr als jede andere Entscheidung, die du jemals getan hast oder jemals hättest tun können. Am Ende hat jeder Tag gezählt. Und you couldn't help but wonder if your choice would have. Und du kommst nicht darüber hinweg, darüber nachzudenken, ob deine Entscheidungen anders verlaufen wären, wenn du dieses früher erkannt hättest. Nun, während du im Bett liegst und dich nicht bewegen kannst, wünschst du dir, du könntest zu diesen Tagen zurückkehren. Du fragst dich, was passiert wäre, wenn du eine andere Entscheidung getroffen hättest, wenn du deine Zeit auf andere Art und Weise verbracht hättest. Die Gedanken verschwinden nach und nach, während du in den Schlaf sinkst. Das Echo des Krankenhauses umhüllt dich. Gegen 3 Uhr in der Früh wachst du aus dem Schlaf auf. Ne? Es fühlt sich anders an. Du versuchst vom Bett aufzustehen und findest dich und stellst fest, dass du wieder laufen kannst. Obwohl du das Gefühl hast, dass du schlitterst. Als wärst du nicht in der Lage, deinen Körper zu kontrollieren. Du schaust dich um und alles ist total still und bewegungslos. Du kannst auch keine Geräusche mehr vom Krankenhaus hören. Du gehst den Flur entlang und er ist komplett leer. Die Lichter sind gedimmt. Du läufst langsam den Flur entlang. Ausschau halten nach jemandem, mit dem du sprechen kannst. Wo sitzen sie alle hin? Während du den Flur herunterläufst, öffnet sich am Ende eine Tür und ein Strahl von hellem Licht flutet aus dieser Tür heraus. Ne? Das fühlt sich an, als wäre es der Ort, wo du hingehen solltest. Und während du darauf zuläufst, auf dieses Licht am Ende des Flurs, fühlst du dich innerlich wärmer. Plötzlich, ohne Furcht, jegliche Furcht, die du hättest haben können, verlässt dich. Du findest dein Pace, weiß ich jetzt nicht, und läufst vorwärts, beziehungsweise sprintest vorwärts zum Ende der Halle, bis das helle Licht dich umgibt. Innerhalb des Lichts siehst du eine Figur, also eine Person, die dich willkommen heißt. Die Figur reicht seine Hand und fordert dich auf, mitzukommen. Während du darauf zugehst, hörst du eine Stimme an deinem Ohr. Ich kann dich zurückbringen. Komm mit mir und du kannst das alles nochmal tun. Du kannst sehen, wie sich die Dinge anders entwickelt hätten, wenn du andere Entscheidungen getroffen hättest. Würdest du das sehen wollen? Guck mal. Guck mal, wir haben das gar nicht geschafft. 26%, wir sind nicht mal bis zum Ansatzweise zum Ende gekommen. Wahrscheinlich gibt es hier noch andere Entscheidungspfade. Das heißt, was wäre gewesen, hätten wir hier anders entschieden? Was wäre, wenn wir nicht ins College gegangen wären? Das ist der Path to Progress? Nee, was ist das? Doch, das ist das. Kann man hier irgendwas? Ich komme da oben nicht mit der Maus ran, ne? Nur mal so. Ich kann auch nichts weiter anklicken hier. Arrowheads. Ganz kurz. Emily, Chelsea, da gibt es ein Zukunfts- und Vergangenheits. Warte mal, das wird hier alles noch identisch sein. Ich will mal was probieren. Was wäre, wenn wir nicht aufs College gehen? Was wäre, wenn wir unten bleiben mit der Dame hier unseres Herzens? Können wir das überspringen? Das können wir nicht überspringen. Da müssen wir jetzt kurz warten. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Das machen wir noch ganz kurz. Bis zum Schluss schaffen wir es nicht. Das sind jetzt schon 54 Minuten. Wow. Aber nur so kann man sich die Sachen halt einfach mal angucken. Und zumal das hier ja weitaus
große Konsequenzen hat. Ja? Also ich bin mal so frei und packe das trotzdem hier rein. Was ist, wenn wir... jetzt muss ich mal überlegen. Wir hatten einmal... Hier hat man nichts weiter hinter. Ne? Das war... Nee. Und hier konnten wir auch nichts machen, außer Licht anmachen und Wasser und Klo. Oh. Huch. Hi. So, pass auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Sie erzählt ja ungefähr ähnliche Sachen. Wir machen jetzt mal dieses Textspeed auf 5. Ich wollte dich nicht wecken, ne? Sorry, alles, ich hoffe, es ist alles gut. So, nun komm. Deine Mutter hat mich reingelassen. Ba-ba-ba-ba. Ich habe einfach gewartet. Ich habe nicht erwartet, dass du hier bist. Okay, das ist der letzte Tag, wo wir uns treffen können. Und ich wollte sicher gehen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ne? Ich hoffe, das ist okay. Ich wollte eben halt Zeit mit dir verbringen. It's okay, I'm just sorry you were waiting. It's a, so, ich nehme mal das hier. Ja, du willst hier in der Nähe sein. Es ist, nein, ich fühle mich auch nicht unter Druck gesetzt. Komm einfach. So, das Problem ist, gleich klingelt ja auch noch das Telefon, ne? Ja, So, wir sollten vorher noch was tun. Ach, guck mal, da unten sieht man auch das Licht wandern, ne? Also die Zeit vergeht schon. Ja, ist klar, Wo ist Mama? Nein, ist keine schlechte Zeit. Komm, Also sie reagieren darauf, wenn man sie nicht direkt ansieht oder anspricht, ne? So. Aber man kann sie ja später nicht mehr ansprechen. Achso, warte mal. I hadn't really thought about the advantage of making new friends. Achso, was bedeutet das für uns? Ich hoffe, wir können zusammenbleiben, aber ich schätze, Mutters Erfahrung wären richtig. That kind of makes me sad to think about. Ich versuche es mal zusammenfassen. Also sie hat Sorge, dass am College man ja neue Freunde und neue Freundschaften und natürlich auch wahrscheinlich Liebe finden kann. To stick it out, yeah, I don't know, I guess we shouldn't expect... Ach komm, wir schaffen das hier. If you want to be the fair, I think we will be. Na, genau. It's going to be weird to leave town. What do you think I should take with me? So. I can imagine it's going to be hard for you to leave where you grew up. Wir können auch einfach hier bleiben. Ne? Und das hier als... willst du dich hier niederlassen? I don't like it here. I want to get... ach komm, hier. Fragen wir das hier. Ich habe niemals so richtig darüber nachgedacht bisher. It's fine here, people sind nett, das Wetter ist wundervoll. Es gibt schlechtere Optionen, ne? So, what do you think I should take with me? I can't take everything. Wir haben natürlich nur das bisschen fürs Auto, was ja auch irgendwie nicht geklappt hat. Ja. Ich wünschte, ich könnte mehr mitnehmen. Ah, da wird sowieso nicht so viel Platz sein. Man kann jetzt wahrscheinlich hier Dinge, wichtige Dinge reinpacken und mitnehmen. Wir können es aber auch sein lassen und sagen, wir reisen gar nicht ab. Das wäre ja eine Möglichkeit. Zum Beispiel draußen war ja ein Basketball, ne? Was wäre denn, wenn wir jetzt einfach hier nach draußen gehen und Basketball... Guck mal, da ist hinten noch eine Rutsche. Was ist, wenn wir... Was? Huch! Nein! Komm her. Danke. Wenn wir jetzt das schaffen würden. Jawohl. Ah, nicht so gut. Nicht so gut. Huch. So, da hinten habe ich... Warte mal. Schuh. Hier war noch eine Rutsche, guck mal. Was ist einfach, wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen? Können wir hier hoch? Hui! Ist ja cool. Einfach mal Kind sein. Ja! Ich glaube, schaukeln können wir auch, oder?
Jawohl. Einfach mal für die unwichtigen Dinge Zeit nehmen. Guck mal, der alte Spielplatz. Können wir hier, die Nachbarn sind doch auch noch da, oder? Vor allem, wir haben ja noch alles repariert, als wir hier gegangen sind, ne? Können wir hier hinten irgendwas machen? Achso, check back soon for access. Ach, vielleicht ist das noch gar nicht fertig. Interessant. So, das heißt, wenn wir jetzt auf die Schnelle... Ich sammle mal die Sachen trotzdem zusammen, ne? Wir brauchen Schlüssel. Schlüssel brauchen wir. Wo waren das? Mutter hatte doch irgendwo Schlüssel. Der hier ist zum Beispiel noch nicht bekannt, was der Schlüssel macht. Oh. Hier war auch noch was, ne? Hier ist nämlich auch nochmal ein Schlüssel. Ah, Farbe ist, wenn man den Raum anmacht. Ja. Warte mal. Hi, Sweetie, it's your mom. Okay, jetzt ruft Mama selber an. Wir mussten heute früh los. We are excited to your college. It's a great time to find yourself. Okay. Wir müssen natürlich alles packen. We had to leave before the movers opened. Aha. Okay, I've got to get cool. Call me if you need anything. Wir haben einfach die goldenen Schlüssel. Der war doch... Wo war denn der goldene Schlüssel? Siehst du, ich habe schon wieder alles vergessen. Hier oben war der grüne Schlüssel, ne? Ja, hier war der grüne Schlüssel. Der goldene Schlüssel war unten die Treppe, ne? So, ich habe komischerweise eine Taschenlampe. Ach, guck mal. Warum haben wir das? So, dann können wir die Sachen hier wieder reparieren. Warum auch immer. Ich weiß noch nicht warum. Huch! What a mess. Was ist denn, wenn wir das... Nee, das können wir nicht mal rausnehmen. Oh, du kriegst ja gar nicht zu. So. Hier, komm, wir reparieren das noch. Super. Aber ob das irgendwas bringt? Ich glaube nicht. Und was machen wir mit dem Ding hier? Hier können wir noch irgendwie was machen. Aber was? So, war hier noch irgendwas? Nee, ne? Wo war denn der andere Schlüssel? Sag mal, wo war denn der andere Schlüssel? Ich habe keine Ahnung gerade, wo der andere Schlüssel war. Der war oben, ne? Warum komme ich nicht hoch? So, jetzt. Ich glaube, wenn wir überall Licht anmachen, wird es farbig oder auch nicht. Nee. Wo waren... Habe ich das angelassen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo war denn der Schlüssel? Was ist das hier? Das ist unser Diploma. Das können wir ja mal hier reinwerfen. So, hier. Wird crumbled. Ach so. Das Diploma muss ja... Ach, das muss ja auch in das Ding oben rein. Und ich darf dich so spät anrufen. Verdammt. Verdammt, stimmt ja. Ich darf ja gar nicht so spät anrufen. Es wird schon zu spät sein. 11 Uhr. Ach, das sind noch nicht alle? Oh. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt die Umzugsleute anrufe? Das lag doch hier irgendwo rum. Wo lag denn das rum? Oh. Hier. Achso, 555 Move war das, genau. Huch. Wahrscheinlich zu spät.
Ja, moving. I send the track over to you in the next hour. Ach du Gott. Next hour? Das ist schlecht. So schnell bin ich doch noch gar nicht. Meine Sachen. Ach du Gott. So schön. Hier fehlen doch meine ganzen Sachen. Die Uhr nehmen wir mit, aber in der nächsten Stunde? Ach, eieieiei. Nimmt ihr dann die Sachen hier mit? Und wo muss ich? Ach, hier, warte mal, hier ist ja auch noch was. Da war eine Schallplatte. Da ist der Schlüssel für die grüne Tür. Genau, da waren die anderen Dokumente nämlich drin. Schnell, 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 schnell. Aber ich glaube, das hat jetzt nicht so eine große Auswirkung, oder? Was wir jetzt hier machen? Das war das Dart. Hier ist noch die Campus-Map. So. Ich glaube, das war noch das fehlende Dokument. So. Dann können wir das schnell noch unten reinpacken. Dann haben wir alle wichtigsten Sachen. Ich glaube, das ist das einzige wichtige Sache, was wir mitnehmen müssen. So. Haben wir. So, was hatten wir hier noch? Hier war nichts weiter. Hier konnten wir bloß noch ein paar Sachen gucken. Da ist ein nasser Fleck auf dem Bett. Das sieht nicht gut aus. Schallplatten. So, eigentlich haben wir alles Notwendige, ne? So, dann können wir das noch ein bisschen Musik spielen. Mit ihr können wir ja nicht weiter sprechen. Können wir das hier... Ja, das können wir damit reinpacken. Da, 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 da. Ich glaube, wir können uns hier noch... Ach, da ist der Umzugswagen. For sale. Warte mal, müssen wir... Hier können wir die ganzen Sachen rein verstauen. Mhm. So, was hatten wir denn noch? Den Basketball hatten wir, den Football, den haben wir nicht mit drin. Wo hatten wir den Football? Der war im Schrank, ne? Den können wir ja mal mitnehmen. Vielleicht werden wir ja auch Footballs da. Ach, da ist er. Der liegt auch irgendwie immer zufällig woanders, kann das sein? So. Ich nehme mal die Box. Oh, der kommt nicht mit. Doch. So. Ah, den Basketball nehme ich noch mit. So. Komm her, Basketball. Vielleicht können wir ja dann, wenn das alles weg ist, mit ihr noch was unternehmen. So. Also es gibt unterschiedliche... So. Tschüss. So, mal gucken, ob wir mit ihr jetzt noch sprechen können. Vielleicht kann man ja noch was machen. Hi. Wir können nichts machen, oder? Dreams from Jin, Hancock. Und kaputt geht's auch nicht. Ich kann mit ihr nicht mehr reden. Ist es gut oder ist es schlecht? Na, pass auf, wir haben ja hier ein bisschen andere Sachen jetzt durchgezogen, ne? Mehr oder weniger. Hier ist nichts weiter. Hier könnte man noch das Licht an ausmachen. Aber es wird auch nicht farblich. Ach so, guck mal. Nee, ist ein... Das haben wir schon gesehen. Oh! Ach, das, so kann man es nicht lassen. Hier ist ja kaputt. Ja, das müssen wir schnell noch reparieren. Ich habe mich schon gewundert, wofür das Ding hier unten da ist. Das heißt, wir machen erstmal hier noch alles heile. Nee, das ist schlecht hier. Das können wir ja so nicht verkaufen.
Das siehst du. Hey, wir sind gut. Wir haben es jetzt besser gemacht. So, hier draußen wird es jetzt bunt. Von wegen, vielleicht... Warte mal, was... Ah, guck mal hier. Warte. Wo haben wir die Schlüssel abgelegt? Den haben wir doch hier abgelegt. Hier ist die Tür. Na, ein Glück haben wir das nochmal gemacht. Hab mich schon gewundert, wo das hingehört. Ui. Oh. Ach, gucke mal. Ach, hör auf. Zwei, drei, vier, fünf. Ja, super. Eins, zwei, drei, vier. Oh, guck mal, es wird... Ach, das ist ja schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, schön. Warte mal, ob wir unsere Flamme holen können? Ich guck mal. Ah, es ist ein schönes Grundstück, ja, was hier so hinten dran hängt. Das ist ja... Was ist denn eigentlich hier oben? Ah, okay, hier oben ist nur oben. Okay. Und hier drüben war noch am Zaun, glaube ich, noch was, ne? Ne, ich glaube, das ist nur... Ne, sieht bloß so aus. Schade. So, wir gucken mal, ob wir unserer Freundin hier noch irgendwas sagen können. Die, ja, komm mal mit. Ich kann ihr nichts sagen. Ich kann ihr leider nichts sagen. Ah, warte mal, wenn wir hier über Licht anmachen. Dann... Ja, wir müssen schon wieder aufhören hier. Schade. Was ist, wenn wir den kaputten Taschenrechner hier mitnehmen? Müsst du da auch gehen, oder? Ah, ich leg dir mal hier mit zu. No point in taking. Na klar, den nehmen wir mit. Aber er reagiert drauf. Das ist gut. Achso, warte mal. Vielleicht müssen wir hier noch einmal rundherum laufen. Damit wir das alles hier aktivieren. Was ist das hier eigentlich? Ach, hör auf. Achso, ja. Near the opposite pit. Na, mach ich doch. Hier. Da. Genau, great shot. Achtung. Jawohl. Und noch ein. Ja. Great shot und farbig. Das sind die kleinen Dinge im Leben, mit denen wir uns gerade beschäftigt haben. Das Problem ist, unsere Freundin haben wir nicht auf unsere Seite ziehen können. Schade. Schade. Wir haben alles besprochen, was wir besprechen konnten, ne? Tja. Mit den Pflanzen können wir auch nichts weiter machen. Ja, was machen wir mit dir? Pass mal auf, wir fahren mal los. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon... Ja. Oder... Nee, warte. Wir fahren nicht los. Wir haben ja alles vorbereitet. Was wäre denn, wenn wir nicht losfahren? Ich weiß, dass es dann doof ist, weil wir dann viel Zeit haben verstreichen lassen. Aber es ist jetzt einfach nur ein Test hier so hinten dran.
weil ich möchte sehen, ob das eine Auswirkung hat. Ich glaube, dass es eine Auswirkung hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Auswirkung hat. Die Frage ist bloß, welche. Also wir konnten das alles reparieren. Und hätten wir es nicht repariert, hätten wir nicht rausgefunden, dass in der Küche das kaputt ist. Aber was das hier ist, keine Ahnung. Vielleicht können wir damit einen Reifen zerstechen. Warte mal. Das wär's ja. Ach, ich konnte leider nicht ins College fahren, weil mein Reifen war kaputt. Oder vom Umzugsunternehmen. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Aber irgendeine Bewandtnis muss es ja haben. Schade. Die Nachbarn werden, glaube ich, auch nicht triggern. Hier dürfte es jetzt langsam dunkler werden. Aber was ist mit der... Wenn ich sie die ganze Zeit anstarre, was passiert denn dann? Ich meine, sie sieht ja ganz nett aus, ja. Aber was passiert dann? Einfach mal miteinander abhängen. Oder hier auf der Couch abhängen? Nee. Was wäre denn zum Beispiel, wenn man nicht arbeitet? Ne? Also sprich, dann nicht die Sachen erledigt. Aber ich dachte, hier ist irgendwas. So, eigentlich müsste schon richtig viel Zeit verballert sein. Man braucht sich eigentlich wahrscheinlich gar nicht so beeilen, so wie wir es gemacht haben. Wenn ich mir das Bild hier angucke. Ah, okay. Mit den kleinen Dingen im Leben. Nee. Oh, doch. Siehst du, geht. Das heißt, wenn ich mir lange genug eine Wand angucke, passiert dann was? Auf alle Fälle zieht sie hier so eine komische Streifen und Linien. Nee, passiert nichts. Kochen kann ich hier gerade auch nichts. Telefon. Oh. Es wird dunkel gerade draußen, ne? Ja. Ja, wird dunkel. So, was mache ich denn jetzt nur? Jetzt kann ich überall das Licht anmachen. Ich kann es natürlich auch sein lassen. Ach doch, die Dinger gehen an hier. Was ist denn hier eigentlich vorher passiert, dass es hier angegangen ist? Hier ist auch noch Licht. Da drüben ist noch Licht. Es muss ja auch eine Bewandtnis haben, dass man das hier alles anschalten kann. Aber nice one. Ich schieße mal alle, die wir hier haben. Aber kein Ergebnis. Schade. Das ist das Bett. Aber ich glaube, das Bett der Eltern, ne? Ist ja nicht unser Zimmer. Das ist ja unser Zimmer hier. Aber ich kriege das irgendwie nicht alles eingefärbt. Tja. Ach hier, das Bild kann ich mir noch angucken. Das schöne Bild. Schönes Bild. Wenn ich jetzt so gucke... Und so gucke sie. Ah. Ist das auch ein Bild? Nee, das eigentlich nicht, ne? Wenn ich so gucke und so. Nee. Was ist hiermit? Theoretisch hätte ich auch die Schlüssel alle hier hinhängen können. Tja, hier können wir noch Licht anmachen. Nee, können wir nicht. Ist schon an. Die Uhr. Hier die ganzen Bilder auch. Na, ich glaube nicht. Da ist noch eine Schall... Ah. Wenn man was in dem Raum erledigt hat, ist das, wird das auch dann... Da ist noch eine. Ich glaube, das gibt hier nur so viele, ne? Drei Stück. Aber... Man muss warten, bis die fertig gespielt hat, wie es scheint. Nur mal kurz anspielen reicht nicht. Was mache ich mit dir? It's
Okay, der Raum ist durch. Hier scheint aber noch nicht alles erledigt zu sein. Warum auch immer nicht. Bist du jetzt schon bunt? Ja, die ist bunt. Halt. So. Was ist hier noch? Hier noch irgendwas drin? Nein. Aber vielleicht, weil ich die ja noch nicht angefasst habe. Jawohl. Hier war auch schon alles erledigt, aber hier noch nicht, ne? Ach, die Taschenlampe ist ja am Dings. Ich doof. Oh. Das wollte ich nicht. Das hat doch hiermit auch nicht geklappt. Why did you do that? Fällst du jetzt um, oder? Ich will mit dir reden und du lässt mich nicht. Okay, die reagieren jedenfalls auf. Tja, kann ich jetzt ja nur schon langsam los? Es ist schon um 9. Der Flur ist auch noch nicht komplett. Achso, hier sind ja noch Bilder. Warte mal. Kommt Bild. Wird farbig. Oder geht das nicht, weil hier was vorsteht? Doch, das geht. Ah. Man muss wahrscheinlich exklusiv drauf gucken. Da darf nichts anderes daneben stehen. Guck mal, dann wird hier wahrscheinlich auch noch... Warte mal, hier. Nee. Da oben ist noch ein Bild. Warum kann ich jetzt hier oben rauf? Oder direkt drauf gucken, ne? Da liegt da auch noch irgendwas. Das ist doch hier... Warum konnte ich denn eigentlich gerade eben hoch? Also hier ist noch irgendwas... nicht in Ordnung. Und hier auch noch nicht. Guck mal, da drüben ist doch... nur partiell grün. Ich glaube, das sind dann, wenn es Farbe ist, ist das auch unsere Erinnerung, kann das sein? Dann müssten wir aber doch unsere Freundin hier, das ist ja unsere Freundin, vielleicht... Oh. Sie ist weg. Oh. Ist sie wirklich weg? Warte mal, ich gehe nochmal unten zum Wasser. Vielleicht wären wir auch gezwungen, dann runterzugehen. Oder loszufahren, so rum. Nicht runter. Nee. Oh, wir werden gezwungen. Die Zeit ist rum. Deswegen ist er weg. Die Frage ist, ist das hier zurück? Also haben wir unsere Sachen dort verstaut korrekterweise? Oder hätten wir sagen müssen, du darfst jetzt losfahren? Oder das würde mich mal interessieren. Und vor allem, was jetzt passiert. Ganz kurz. Also wir hauen hier jetzt ab, ne? Bla 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 bla. Every small choice could affect your future. Das hatten wir schon. Jahre vergehen, bla bla. Und dann sind wir wieder arbeiten. Today's performance. Vermutlich ist die Performance, die wir jetzt abliefern, diejenige, die dann entscheidet, wie es weitergeht. Was wäre, wenn wir die Dokumente nicht zusammengetragen hätten? Und was ist, wenn ich jetzt nicht zur Arbeit gehe? I'm running late. Ja, ja. Pass mal auf, ich gehe mal nicht zur Arbeit. Das wird da bestimmt möglich sein. Nee, ist nicht möglich. Kann ich nicht, aber ich muss arbeiten gehen?
Es ist immer der. Es war letztes Mal auch schon der. Den Fahrstuhl abklemmen geht auch nicht. Wir können uns die Dinge angucken, die färben sich dann ein, ne? So, den auch. Der auch. So, dann haben wir hier Team. Together everyone achieves more. Na, es gibt kein Ich im Team. Hier können wir nichts ändern. Alles schick. Vielleicht haben wir auch vergessen, einfach... hallo, ich guck dich an. Ja, so. Da ist der Chef. Irgendwie konnten wir bestimmte Sachen nicht machen, ne? So, bevor wir begriffen haben, wie das hier funktioniert. Noah, ich probiere das einfach nochmal. Noah, wieder verkehrt. Da kommt ja irgendwann, wir sind zu langsam, ne? Och Mensch. Noah, so. Okay. Da ist noch ein Bild, was wir uns angucken können. Komm, färb dich ein. Los jetzt. Okay, Mia. Ach so, warte mal, wir haben ja hier noch Totally Pro. Jawohl. Wie oft müsst du was kopieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich zu viel gemacht. Wir brauchten bloß eins. Okay. Post. Wo finden wir in Mia eigentlich? Tja, also diesen Teil hier verstehe ich nämlich nicht. Ah, warte mal. Komm. Okay, hat funktioniert. Executive Suite. Time to take a break for lunch. Vielleicht sollte ich einfach mal... the boss is busy, okay. Break nehmen. No issues here. Ethan. Okay, jetzt stehen sie nämlich hier alle rum. No issues here. Null ist blocking me. Wer ist denn Null? Warte mal, wer ist Null? Hier ist doch gar keine Mia. Ich glaube, das ist ein Programmfehler hier. Das ist definitiv ein Programmfehler. Drei Kopien. So, auf. So, eins, zwei, drei. Deliver to Emma. Emma Watson ist wahrscheinlich hier irgendwo. Hier ist Emily. Wie hieß denn diejenige, die wir eigentlich treffen sollten? Ich
So, hier irgendwann war ein X hier auf dem Bildschirm. Hier kann ich Ethan, Tristan, William, keine Ahnung, nochmal eine Kopie machen. Also es ist jedenfalls ein ultra spannendes Spiel. Das ist, was wahrscheinlich nur davon lebt, dass man ausprobiert. Aber was genau? Keine Ahnung. Zumal ich nicht das Gefühl habe, dass bisher irgendwas hier positiv passiert ist. Vom Effekt her. Wir machen jetzt hier unsere Arbeit, aber eigentlich wäre mir wahrscheinlich lieber abzuhauen. Vielleicht mache ich das jetzt einfach auch. Ich gehe einfach los. Geht das? Ich mache jetzt frei. Komm. Ich gehe. Tschüss. Das ist zu stupide hier. Ich gehe. Ciao. Aber wohin? Oh, warte mal. Was haben wir denn hier? Die kleinen Sachen. Die schönen Sachen. Oh, was ist das denn? Jo. Oh, guck mal hier. Kreppe Coin. Was? Back to work. Was haben wir uns denn jetzt gewünscht? Aber das Back to Work ist, glaube ich, global, ne? Weil das jetzt die Uhrzeit gerade ist, dass wir jetzt arbeiten sollen weiter. Wir haben uns auf alle Fälle die Sachen jetzt hier angeguckt. Wir haben abgeschaltet, wir haben nicht durchgearbeitet. Aber abhauen können wir trotzdem nicht. Das ist schade. Ich würde gerne einfach gehen. Ist da hinten auch nochmal was um die Ecke? Nein, ne? Nee, da komme ich nicht hin. So, wenn ich jetzt also wieder zurücklaufe. Ich habe mich an den kleinen Dingen. Oh, der diesmal. Ich habe mich an den kleinen Dingen ergötzt, ne? Oh, ich konnte eigentlich gar nicht klicken. Guck mal, jetzt ist nämlich ein bisschen mehr Farbe draußen. Siehst du? Siehst du? Wenn wir uns die Sachen angeguckt haben. Oh, Chef ist da. You need to work faster. Nö, sehe ich gar nicht ein. Ja. Ja, das denke ich von deinem. Oh. Von deinem Faster. Ich glaub, hier kommen wir gar nicht drum herum, außer dass wir uns hier. Ja. Tschück. Weg ist es. Cool, das geht auch. Ah, siehst du, weg ist er. Irgendwo war hier mal ein X gewesen. Ich weiß aber nicht, warum da ein X war. Für Blair. Blair war hier. Hi, Blair. Hi. No issues hier? Ja, du sitzt auch, warum auch immer, nicht an deinem Platz. Drei Kopien. Aber wen ich hier anklicken kann und warum, das weiß ich auch nicht. Drei Kopien. Der Kopierraum ist mein bester Freund. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jetzt. Okay. Eins, zwei, drei. Okay. La 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 la. Ach, der Boss schon wieder. Der Boss, der braucht doch gar keine Papiere. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir das genauso nochmal machen, das geht schief. He's just in sight. Ja. Was? Wieso hast du die zugemacht? Oh, jetzt ist er in Farbe. Na, noch nicht ganz. Wieso hat der die zugemacht? Hm.
Ach, guck mal, wenn wir das stashen, können wir schneller arbeiten. Okay. Dann können wir auch schneller laufen. Das ist wahrscheinlich das gemeint von wegen, wir sollen, guck mal, wir können stashen, jetzt können wir rennen. Macht er wieder die Tür zu oder steigen wir noch weiter auf oder was ist jetzt so? Aber hier ist kein. Och komm, ey. Jetzt hat er aber Narren an mir gefressen. Ist irgendwie zu random, zu Mia. Mia. Mia sitzt hier drüben. Aber da sitzt ja keine Mia drin. Mia. Mia sollte Mia sitzen. Ach so. Das wird farbig, wenn wir die richtige Person wählen. Warte mal, Michael. Ach, da war. Wir können. Was ist das hier für eine Sortierung? Hallo? Da. So, und Michael ist. No issues hier. Michael war hier, ne? Hier ist Michael. Ich blocke nicht. Ah, jetzt verstehe ich das. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich effizienter arbeiten, wenn wir dann immer angeben, wo wir jetzt gerade hin sind. Damit der Chef weiß, wo wir hin sind. Oder was ist das? 3 Kopien, toll. So, zu 1, 2, 3. Das ist so stupide Arbeit. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt hier im Nachgang jetzt auswirken wird. So. Nochmal Post. Also ich möchte so einen Job nicht haben. So. Viel zu unabwechslungsreich. Alex. So, Alex. Alex. Alex war da vorne. Da. Und er wird rot, richtig? Ja, also farbig, nicht rot. Post. Wen hatten wir eigentlich ausgewählt, wen wir jetzt aktuell daten? Eins, zwei, so. Tristan, warte mal, Tristan. Tristan. Guck mal, jetzt ist Michael angehakt. Hä? Ich kann Tristan. Hä? Ich kann Dings jetzt. Nee, es wird doch so. Hä? Guck mal, warum ist da jetzt ein X? Das ist, verstehe ich nicht. Warum ist da ein X? Was hat das für eine Bewandtnis? Hat er uns angeschwärzt oder was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ey, das ist doch lästig. Also, es ist ein sehr experimentelles Spiel. So viel kann man schon mal dazu sagen. Die Frage ist, ob man sich. War die Zeit schon wieder rum? Ich glaube ja, hä? Ja, ich glaube, das war's. Das wird hier nicht weitergehen. Wir hätten wahrscheinlich uns irgendwie vielleicht gar nicht arbeiten gehen dürfen oder so. So von wegen, wir nutzen jetzt hier die Zeit, um komplett. Ja, wir liegen schon wieder im. Ja.
Das ist doof. Da ist nichts passiert hier. Excel gefehlt, ja, wir waren die Besten. Keine Ahnung. Ist genau das Gleiche. Also, wir haben nichts verändert. Wir haben gar nichts verändert. Wir haben nichts verändert. Obwohl wir so weit gekommen sind. Nun gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Kurz zum Spiel. Warte mal, ich hoffe, es fliegt nicht raus. Kleiner Moment. Das Spiel ist für 10 Euro zu haben. Ich denke mal, dass man auch das ein oder andere damit machen kann. Ich switch mal wieder zurück. Warte mal, ich versuche mal zu übersetzen, was es eigentlich machen soll. Also es ist ein Real-World-Adventure. Also sprich Simulation des Lebens oder irgendwas. Ne? Aufgrund eben halt dessen, dass man hier Konsequenzen verursachen kann, die Auswirkungen auf den späteren Verlauf haben. Scheint ja so der Fall zu sein. Oder wir sehen es halt nicht. Weil ich immer das Falsche mache. Wir erzählen eben halt eine Story aufgrund unserer Tätigkeiten. Es gibt drei Akte, komischerweise drei Akte. Huh? Experience various moments in your life which differ radically based on what you choose to do. Also sprich, erfahre verschiedenste Momente in deinem Leben, die sich eben halt dahingehend unterscheiden, und zwar radikal unterscheiden, je nachdem, was wir getan haben. Es gibt eine Dynamic Progression, also die Zeit vergeht, während man spielt und verändert eben halt die Möglichkeiten und die Events, die sich daraus entwickeln. Full Environment, Interactivity, if you want to do it, you probably can. Reflections isn't about sitting and watching, everything has its use. Okay, wir können alles anfassen und bedienen und machen und tun. Ja, das ist interessant. AI that responds to you, also Artificial Intelligence, die auf uns reagiert, oder KI. Verschiedenste Charaktere und Kreaturen, die eine Beziehung mit uns aufbauen, die eben unser Leben verändern. Wahrscheinlich haben wir keine Beziehung mit ihr geschafft, ne? Logischerweise. Wunderschöne Umgebung, schwarz-weiß Umgebung, die eben halt nach und nach mit Farbe gefüllt ist und natürlich eben Oculus Rift Unterstützung. Ja, also ich habe es jetzt versucht zu spielen. Ich habe es in komplett alles jetzt hier fast eine Stunde 45 Minuten abbekommen. Keine Ahnung, was man noch machen kann. Das kann man bestimmt mit Sicherheit ausprobieren. Ich für meinen Teil, vielleicht werde ich einfach so mal nochmal probieren, ob ich mit ihr hier, die man hier sehen kann, irgendwas machen kann. Vielleicht kann man was machen. Werden wir sehen. Wenn ich es dann irgendwann mal spiele, weiterspiele. Jetzt spiele ich es jedenfalls nicht mehr, ich gehe jetzt schlafen. Ein bisschen war es verschwendete Zeit, muss ich dazugeben. Aber ich wollte euch einfach das Spiel mal zeigen, mitnehmen. Vielleicht ist es auch etwas, was euch gefällt, weil ihr dann ausprobieren wollt, knobeln wollt und. Und beim nächsten Update scheint es ja vielleicht dann auch das ein oder andere Problem nicht mehr zu geben. Lasst uns überraschen, vor allem guck mal, Reflections. Vielleicht ist das ja ein Hinweis darauf, Reflexion, das Wasser. Möglicherweise. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Würde mich freuen. Euer Firefox.